Hallo liebe Hungrige, ich weiß, dass mancherorts der Kartoffelbrei als Quetschkartoffeln bezeichnet wird, doch hier geht es tatsächlich um zerquetschte Kartoffeln. Ein leckeres vegetarisches Gericht. Die Zubereitung ist, wie ihr gleich sehen werdet, ganz einfach. Hier verwenden wir den Backofen, doch es würde zum Beispiel auch im Kugelgrill gut funktionieren. Wir brauchen dafür fest kochende Kartoffeln, Salz, optional auch Pfeffer, geriebenen Käse, ich verwende Emmentaler, doch auch Appenzeller oder Parmesan würde prima passen, selbst Feta könnte verwendet werden. Wir brauchen Pesto, Rot oder Grün oder beides und etwas Olivenöl. Die Kartoffeln werden nicht geschält, dafür aber unter fließendem Wasser gründlich abgebürstet und anschließend trocken getupft. Dann kommen sie in eine Schüssel, wir geben einen Esslöffel vom Olivenöl darüber und einen gehäuften Teelöffel Salz. Und mit dieser Mischung werden die Kartoffeln rundherum nun gründlich eingerieben. Kleiner Hinweis, wenn ihr diese Mischung schon mal habt, ist übrigens, kein Scherz, ein ganz tolles Peeling für die Hände. Am Rande also, Esslust auch mal als Beauty Channel. Wir belegen ein Backblech mit Backpapier, geben die Kartoffeln darauf und dann alles auf der zweiten Schiene von unten in den Backofen und zwar bei 180 Grad. Umluft ist hier nicht unbedingt zu empfehlen und backen die Kartoffeln nun für 50 Minuten. Anschließend nehmen wir sie heraus, greifen uns einen Topf oder eine Pfanne und drücken damit die Kartoffeln breit. Und so eben wird die Kartoffel zur Quetschkartoffel. Haben wir dann alle platt gemacht, geben wir in die Mitte der Kartoffeln einen halben Teelöffel oder auch etwas mehr vom Pesto. Ich gebe also auf zwei vom grünen und auf die anderen beiden vom roten Pesto. Ein bisschen breit streichen und dann die Kartoffeln mit mehr oder weniger vom Reibekäse bestreuen. Ich finde, ein bisschen mehr ist besser. Nun noch, und das ist optional, doch ich finde es gut, etwas Pfeffer darüber und dann zurück in den Backofen, wo wir bei gleicher Temperatur die Kartoffeln für weitere 20 Minuten jetzt überbacken. Und das war's auch schon, es darf gegessen werden, ob als Beilage oder als Hauptgericht, vielleicht noch ergänzt mit einem Dip, auf jeden Fall ein leckeres vegetarisches Essen. Und wer es nicht vegetarisch mag, gibt halt noch ein paar Schinkenwürfel drauf. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr jedoch aus Kartoffeln etwas ganz anderes machen möchtet, zum Beispiel Fächerkartoffeln oder auch Kräuterkartoffeln im Schinkenmantel, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.